Jetzt habe ich hier noch voll episch gebaut. Sieht das nicht wunderschön aus? Oh, es ist nicht symmetrisch geworden. Ja, mit dem Zeug will ich jetzt aber auch eigentlich ganz gerne wieder lebendig hier raus. Das geht nicht, weil ich keine Spitzhacke mehr habe. Also deswegen hatte ich mir ja diesen Block da freigelassen. Ja, ich nehme da mal die Angel, ne? Gut, und ihr so? Was macht ihr so? Geht euch alles in Ordnung? Ist schön, ne? Ja. Ja, finde ich auch. Guck mal, das geht ganz schnell mit der Angel. Lass das mal. So, dann muss ich mich nur hier. Das ist ja auch geil, was ich mir jetzt da ausgedacht habe. Ach, guck mal, ein Schleimi. Ach nee, ach, guck mal, wie süß. Ach, guck mal da. Ach, guck mal, da ist ein Schleimi. Ach, wie süß. Ach, guck mal, wie er sich freut. Ach, wie süß. Ach, ein Kriegbilli ist auch da. Ja. Bastards. Das mit dem Kaputtmachen der Spitzhacke war eine super Idee. Das wollte ich nebenbei ganz, ganz, ganz dick unterstreichen. Das war eine richtig tolle Idee. Ich habe meinen Monolog gar nicht zu Ende geführt. Naja, was ich sagen wollte, ich bin einfach... Zischt. Ich will nicht, dass ihr... What the hell? Nee, das sind nicht so viele Creeper oder so. Nee, gar nicht. Hui! 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 Hier einer springt. Ist auch nicht voll nervig oder so, dass hier so tausende von den Teilen sind. Nee, gar nicht. Stört nicht, gar nicht. Ja, ich habe jetzt vergessen, was ich sagen wollte. Ich will nicht, dass ihr glaubt, dass ich undankbar bin. Ich liebe alle meine Abonnenten, jeden Einzelnen. Ich finde euch alle toll. Ihr seid alle super. Komme ich übrigens wieder lebend raus? Drüben ist ein Creeper-Spawner. Ich komme gar nicht lebend wieder raus. Block. Stärke. Geschwindigkeit. Regeneration. Aua. Das mit der Geschwindigkeit ich vielleicht ein bisschen später machen soll. Erstmal was ist. Hui! Hui, 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 hui. Ja, nee. So, ich glaube, ich muss ja auch nie wieder hin oder so. Hoffe ich. Ja, sprengen sie sich. Ist mir doch egal. Ich habe Regenerationskräfte. Gleich sind wir draußen. Ja. Jo. Eisen, ich Monolog fertig. Ach, es ist auch noch dunkel draußen. Ach, das ist ja toll. Ach, ist das toll. Nein, ich habe mich jetzt nicht übertrieben aufgeregt oder erschreckt oder so, gar nicht. Bleibe ich jetzt hier so lange stehen, bis es hell wird? Da kenne ich auch gar nichts. Ach, da ist er, jo. Ich vertiepsch noch einmal. Muss da ein Creeper-Spawner... Muss da ausgerechnet da ein Creeper-Spawner sein? Das ist doch unfair. Warum? Und wie geht's der Sonne? Ich kann es auch nicht so... Ah, ach Gott! Richtig, da war ja der Spinnenspawner. Ich bin glücklich. Ich bin absolut glücklich. So glücklich. Was mache ich denn jetzt? Ich renne mich einfach raus. Aber da kommen dann die Ghasts und die ganzen Zombies und ich habe keine Überlebenschancen. Ich baue mir eine Bombe. Ich bin MacGyver. Aus Spinnenseide und Fackeln. Genau. Aus Spinnenseide und Fackeln baue ich jetzt eine Bombe. Ist hier nur ein Werkzeug drin? Nein. Wee. 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 Guckt euch mal das schöne neue Inventar an. Craft. Hey. Ansonsten steht da Werkzeug. Da kann ich jetzt das wenigstens ein bisschen besser einsetzen. Ja, und hier kommt auch noch was Besseres hin von den Bildern her. Bei den Texturen bin ich momentan dran, alternative Texturen für die Rüstungen zu machen, damit es nicht nur im Gronkh-Texturenpack HD-Rüstungen gibt, aber das ist dann mehr wie Default-Texturen-Rüstungen aufgemöbelt. Ja, also nicht so Assassin's Creed-Style. Ja, wie geht's denn eigentlich? Hier, Moment, ich schalte mal diesen... Nee, das ist nicht der, das ist der falsche. Ich schalte mal diesen Cheater da ein und dann sieht man... Ja, ist ja geil. Ich wollte nur gucken, wie es mit der Sonne aussieht. Aber das ist ja wohl gerade so mitten in der Mitte Nacht. Nee. Gut, dann schalten wir den Cheater mal wieder aus.
Ja, ich habe gecheatet, ne? Und ich wollte doch nur gucken, wie das mit dem... Warte, ich bleibe jetzt hier stehen und wir sehen uns wieder, wenn es Tag ist. Nee, bis gleich. So, jetzt habe ich hoffentlich lange genug gewartet. Dieser Sonnenglitch ist gerade hier über uns hinweggezogen. Also dieser Bug, dieser Sonnenglitch-Bug. Laufen, 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 laufen. Rennen. Schneller. Ich muss ja hier außen rum. Moor, ist das furchtbar. Geht's denn hier lang? Hier lang, gut. Ich habe jetzt da geguckt, bis der Sonnenbug kam, bis dieser Glitch kam, diese... Hab's doch gehört. Da war ein Zombie. Und jetzt hier nicht sterben. Das wäre toll. Das wäre großartig. Ob das die Ghasts waren, die das hier mal so zerbombt haben, als früher muss das ja hier mal eine komplette Brücke gewesen sein. Damals, vor Urzeiten. Wow, meine Maus reagiert gerade so langsam. Ich bin echt Angst. Alles wird gut. Gleich hast du es geschafft, Annie. Mach's gut. Hast du dein Eisen nach Hause gebracht? Ganz viel Eisen. Ganz viel Eisen. Ich habe noch nicht die Magnetprobe gemacht. Ich weiß nicht, ob es Eisen ist. Es könnte sich um Eisen handeln. Machen wir die Magnetprobe. Gehen wir mal runter. Gehen wir wieder nach oben. Haben wir auch gar keine andere Wahl. Und da freuen uns dann daran, dass wir überlebt haben. Gut. Ja. Schön. Hier hatten wir ja diesen Weg nach unten, den wir auch nie benutzen. Oh, sieht doch hübsch aus, unsere Hütte. Wenn jetzt da oben drüben mal noch aus Eisenblöcken ein Tor entsteht. Deswegen haben wir das Eisen geholt. Nicht wegen Waffen oder sowas. Nein. Nein, das war natürlich nur ein Scherz. Ach schön, die Bäume können wir auch mal fällen hier. Und dann mal irgendwie Bäume besser anpflanzen an einer hübscheren Stelle. Oder irgendwie das ebnen und dann da so eine Baumschule draus machen. I'm here. I'm still alive. Still alive. Dann machen wir uns nochmal einen Ofen hier. Wir haben es ja. Kohle haben wir ja auch jede Menge. Dann muss der hier nochmal raus. Tut mir leid. So ist schön. Wie viel Kohle haben wir denn da drin? Total viel. Unglaublich viel Kohle. Ich glaube, es geht los. Schnappe ich mir hier ein großes Deck. Dann wird jetzt hier in die Massenproduktion übergewechselt. Ja. Ja, wir sind jetzt hier nicht mehr. Nee, wir spielen jetzt Anno. Wir machen jetzt hier Massenproduktion im Kohlekraftwerk. Ich weiß, da brauche ich nur nicht so viel Kohle reinlegen. Aber ist doch egal. Wir hauen noch jetzt sowieso ein Stack nach dem anderen da rein. Gut. Da oben den Turm. Würde ich ganz gerne auch aus Cobblestone machen. Ich habe aber nicht mehr so viele Steine. Wenn ich also jetzt... Jetzt kann ich erstmal mein restliches Eisen benutzen. 8, 9, um mir Spitzhacken zu machen. Halt, Moment. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Die hier braucht eigentlich auch keine Sau mehr auf diesem Planeten. Das brauche ich doch gar nicht. Das kann dahin. Das Brauen selber machen wir ja nicht, obwohl wir das könnten. Aber wir machen es nicht. Einfach aus Prinzip, verstehst du? Ja, nee. Guten Tag wollte ich eigentlich nicht sagen. Dann muss hier so und dann so. 1, 2, 3. Richtig. Und daraus machen wir uns dann eine Rüstung und die könnten wir auch ein bisschen aufleveln, wenn wir da unten bei den Monstern wären. Ja, gut. Haben jetzt hier auf jeden Fall genügend Spitzhacken. Dann könnte ich mal ein bisschen Steine abbauen gehen. Wenn wir genügend Spitzhacken haben, können wir auch genügend Steine spitzhacken. Also zerspitzhacken, zerschlitzhacken. Schlitz! Hier nicht, den Bereich lassen wir mal. Wie sieht es denn mit unserer Höhle da unten aus? Hier müsste das doch gehen. Hier ist noch nichts gespawnt oder so? Nö. Alles schön. Nur ein bisschen sandig. Nur ein bisschen sandy. Dann bauen wir uns hier mal ein bisschen Cobblestone, ein bisschen Baufolgen. Ja, ich will halt auch ein bisschen was bauen. Dafür brauche ich Cobblestones. Es ist halt, ja, auch, keine Ahnung, soll ja auch ein bisschen Minecraft sein. Ich mag Minecraft nicht ohne Bauen. Es geht gar nicht. Also, nur Adventure finde ich auf die Dauer zu langweilig. Und ich meine, ihr kriegt ja die Map auch zum Downloaden, wenn wir fertig sind. Und dann habt ihr wenigstens ein bisschen was zum Erkunden. Weiß noch nicht warum, aber viele haben sich das gewünscht.
Gut, ich kann das ja teilweise schon nachempfinden. Bei großartigen Bauten will man da schon mal selber gerne drin rumlaufen. Denke ich mir mal, warum stellt ihr das nicht zum Download bereit? Das wäre so cool. Aber ich schreibe das nicht in die Kommentare. Ich denke mir das nur. Es ist manchmal wichtig, was in die Kommentare was zu schreiben. Das ist manchmal ganz extrem wichtig. Aber wenn es dann 100.000 schon gemacht haben, dann reicht das eigentlich, wenn man das vielleicht höflich sagt, ja, ich bin auch der Meinung wie den anderen, aber du musst das nicht machen, du musst dich nicht dazu genötigt fühlen. Wie ist echt immer Map zum Download bereit, ne? Das ist nicht freundlich. Es ist halt immer so, auf YouTube erwarten die Leute immer, dass man als YouTuber total freundlich zu seinen Abonnenten ist. Das Problem ist aber, dass die Abonnenten zum größten Teil auch nicht so freundlich zu einem sind. Das sind jetzt nicht alle, zum größten Teil ist das falsche Wort. Es sind nicht alle Abonnenten, die dann mal meckern, aber die paar, die halt immer schreiben, hey, mach mal das und das, ich bin dein größter Fan. Aber mach das mal, sonst deabonniere ich dich. Da geht man an, da denkt man sich schon manchmal, bäh. Und ich bin halt einfach, so wie all meine Kollegen, so kommunikativ, dass ich nicht über diese Kommentare nur hinweggehen kann und mich dann schon manchmal ärgere. Das darf ich dann, glaube ich, auch. Und dann vergesse ich aber wieder, wie viele Leute von euch total geduldig sind und sich total freuen und total lieb sind und total nett sind. Ich hänge mir mal so ein Schild vor meinen Schreibtisch, wo draufsteht, höre nicht auf die negativen, dummen Stimmen der Doofen, sondern nur auf die guten Stimmen des guten Gewissens der guten, die dich abonniert haben, weil sie dich gut finden und mit dir gute machen wollen, weil sie gut sind. Hör nur auf die guten Stimmen, nicht auf die dunklen Stimmen der Macht, junger Skywalker. Ja, ist nicht einfach. Aber ich hoffe, die Leute, die guten, haben auch Verständnis dafür, ne? Nicht, dass ihr euch immer angesprochen fühlt, wenn ich sage, ey Mann, ich will aber nicht. Ich meckere dann nur mit den Leuten, die auch meckern. Also, die Leute, die nicht meckern, die sollen sich nie angesprochen fühlen, bitte. Ich meckere nicht mit euch, ne? Habt ihr jetzt verstanden? Gut. Gut, das ist gut. Ich meckere immer nur mit denen, die auch mit mir meckern. So. Wollte ich mal so gesagt haben, weil ich halt einfach in letzter Zeit so wieder so viele PNs kriege und mich dann einfach ärgere, dass ich öfters Nein zurückschreiben muss. Aber man kann halt nicht alles machen. Ich bin doch kein Alleinunterhalter. Doch, ich bin ein Alleinunterhalter, aber ich, bin ein Alleinunterhalter für 80.000 Leute.